Die Schnellfahrstrecke zwischen Ulm und Wendlingen ist bereits seit Dezember 2022 in Betrieb. Die Gleise auf dem Abschnitt zwischen Wendlingen und dem künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof sind ebenfalls fast fertig gebaut. Es fehlen nur noch wenige Meter. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Gleisbauingenieur Thorsten Weinhold begleiten wir in diesem Film die letzten Meter des Gleisbaus bis zum Lückenschluss. Wir haben Ende Oktober 2023. Wir stehen hier am Fildertunnel. Und die ca. 100 Meter lange Lücke hinter mir werden wir in den nächsten zwei Wochen im Gleis von Ulm nach Stuttgart schließen, werden dieses Gleis betonieren. Danach wechseln wir rüber auf das andere Gleis, was von Stuttgart nach Ulm führt, und haben Ende 2023 zwei durchgehende Gleise, die von Ulm in den zukünftigen Stuttgarter Hauptbahnhof führen. Damit die Reisenden im ICE zukünftig mit Tempo 250 von Stuttgart nach Ulm und umgekehrt nur noch eine halbe Stunde lang unterwegs sind, mussten die Gleisbauer einige Herausforderungen meistern. Doch auf den letzten Metern ist plötzlich alles anders als bisher. Auf den letzten Metern vom Lückenschluss, dann können wir natürlich nicht arbeiten, so wie wir sonst die letzten Kilometer geschafft haben, sondern wir sind natürlich hier lokal begrenzt. Das heißt, wir haben nur 100 Meter Lücke zu schließen. Bedeutet für uns, fürs Vermessen, wir können den Rohmat nicht einsetzen. Wir müssen händisch nachmessen. Das heißt, das Grob- und Feinrichten läuft ganz normal klassisch mit Winde und dem Richten ohne die maschinelle Unterstützung. Und wir sind mit zwei Gleisen unterwegs, einmal das Gleis 2, einmal das Gleis 1. Wir bauen das an unterschiedlichen Zeiträumen, dass wir einfach die Arbeiten im Filtertunnel nicht behindern und jeweils eine Röhre zugänglich haben. In den restlichen Abschnitten konnten wir mit den Betonmischern eben direkt neben das Gleis fahren. Das heißt, wir sind entweder auf der HGT gefahren und konnten dann über das Förderband den Beton in die Trichter füllen. Oder wir sind mit dem Betonmischer auf den Niederflurwagen gefahren und dann bereits auf dem fertig betonierten Gleis direkt an die Einbauspitze gefahren. Das geht hier im Bereich des Filtertunnels nicht, weil wir natürlich allein durch die Druckslage schon ein kleines bisschen gezwungen sind, anders zu arbeiten. Und dementsprechend wird mit einer Betonpumpe gearbeitet. Bedeutet, hier kriegen wir nicht den Beton über das Förderband, sondern direkt über die Pumpe, die in den Trichter oben den Beton reinfüllt. Mitte November ist das erste Gleis vollständig betoniert. Auf dieser Seite könnte man jetzt bereits das erste Mal von den Kelchstützen bis nach Ulm fahren. Damit auch das zweite Gleis vollendet werden kann, muss direkt vor dem Portal des Fildertunnels zuerst noch der Untergrund der Trasse vorbereitet werden. Ich stehe jetzt hier auf der sogenannten Ausgleichsschicht. Wir haben den Druck vom Filtertunnel mit einer Schicht Beton schon versehen. In dieser Ausgleichsschicht muss die richtige Überhöhung der festen Fahrbahn bereits eingebaut werden. Wir werden hier in dem Gleis eine Überhöhung von 170 mm einbauen. Das heißt, beide Schienen sind 170 mm in der Höhe voneinander versetzt. Man kann sich hier an dem Richtscheit vorstellen, das ist ungefähr in Waage. Das heißt, die unterste Schicht, die Ausgleichsschicht, die Oberkante, ist genau um diesen Betrag schräg gestellt, damit das Gleis in der Überhöhung hier einlaufen kann. Zusammen mit der Ausgleichsschicht und der noch gebauten oder noch zubauenden HGT werden wir dann die Unterlage schaffen für unsere feste Fahrbahn. Und wir schließen dann an die bereits fertige feste Fahrbahn im Fildertunnel an. Der Untergrund ist vorbereitet. Das letzte Stück Gleis zwischen Stuttgart und Ulm kann nun betoniert werden. Über diese Gleise werden Reisende künftig auch in 6 bis 8 Minuten vom Hauptbahnhof zum Flughafen fahren können und umgekehrt. Bei schönstem Wetter werden die letzten Meter Gleis gebaut. Wir haben den 5. Dezember 2023. Wir haben einen Tag vor Nikolaus und wir sind heute hier am Filterportal, um die letzten Meter Gleis zu betonieren. Das heißt, Gleisbau, die Schwellen werden ausgelegt auf das richtige Maß, 65 cm Schwellenabstand. Auf die Schwellen kommt die Schiene. Wir verbauen hier immer noch die 120 Meter Langschiene, sodass wir damit schon den Gleisrost gewährleisten können. Im nächsten Schritt kommen dann ganz viele Bewährungseisen in die Schwellenkörper, werden dort ausgerichtet, werden mit den Schwellen verbunden. Wir sehen hier die Betonage mit dem Einbaufertiger. Der Einbaufertiger selbst ist eine Spezialkonstruktion vom umsetzenden Unternehmen. Und wir haben hier mehrere Teile. Wir haben hier einmal die
Er hat einen Einbringautomat, also quasi da, wo der Beton in die Trichter eingefüllt wird und dann unten in den Gleisbereich eingebracht wird. Der Beton wird verteilt und wird unten durch ganz viele fleißige Leute verarbeitet, schön geklettet, verdichtet und dann die Oberfläche abgezogen, dass ich dann den endgültigen Querschnitt gewährleisten kann. Es ist soweit. Die letzten Kubikmeter Beton fließen in die Schalung, die vorproduzierten Schwellen liegen perfekt vermessen und mit den Schienen verbunden in Endlage. Als letzter Schritt werden die 120 Meter langen Langschienen miteinander verschweißt. Dafür muss zunächst die Schiene aufgeheizt werden, damit der Abstand zwischen den einzelnen Schienen, die sogenannte Verlegelücke, das optimale Maß hat. Also die Verlegelücke hat jetzt die richtige Länge, die richtige Breite. Als nächstes wird die Schienenform angesetzt. Die Schienenform, die Schweißform hat genau die Form der Schiene. Und wenn die Schweißform an der Schiene befestigt ist, wird der Hohlraum bis zur Schiene mit Sand gefüllt. Hat einfach den Sinn, dass, falls irgendwas passiert, dass da immer noch die Hohlräume ausgeschlossen sind, dass die Schweißung dicht ist und dass eben nichts auslaufen kann. Als nächstes wird dann die Form vorgewärmt. Mit dem Vorwärmen der Form will man natürlich, dass erstmal eine Hitze eingetragen ist, schon in das ganze Material, in die Schienenstöße und natürlich auch in die Form selber. Und wenn die Form eine ausreichende Wärme hat, kommt das Schweißmaterial drauf, das ist ein Thermitmaterial, wird mit einer Wunderkerze angezündet und erhitzt sich auf ca. 1400 Grad. Und wenn dann der Eimer durchgebrannt ist, läuft das von oben in die Schweißform ein und füllt somit die ganzen Hohlräume, die sich durch die Schweißform ergeben haben. Die Schweißung, die muss jetzt etwas auskühlen. Durch den Regen wird es sicherlich etwas schneller gehen. Und wenn dann die Schweißform ausreichend ausgekühlt ist, wird die Schweißung abgeschält. Und danach nachbearbeitet, sodass ich eine ordentliche Fahrkante gewährleisten kann. Wir können jetzt Schienenwege, durchgehende Schienenwege vom Ulmer Hauptbahnhof bis in den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof in den Südkopf gewährleisten. Die Gleise sind fertig verschweißt. Die Lücke ist geschlossen. Hinter mehr als 70 Kilometern fertigem Gleis für Stuttgart 21 steht die Arbeit von Gleisbauern und Ingenieuren wie Thorsten Weinhold. Ich bin jetzt seit 2018, seit dem Beginn der Neubaustrecke, hier wirklich ganz intensiv beim Bauen, bei den vorbereitenden Arbeiten. Ich habe mit meinem Team insgesamt 75 Kilometer zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke umgesetzt. Das heißt einmal 60 Kilometer auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und jetzt die letzten 15 Kilometer von Wendlingen bis an den Fildertunnel. Und das macht natürlich irre stolz. Geht natürlich nicht allein, das ist immer eine Teamarbeit. Deswegen, ich habe ein richtig tolles Team. Vielen Dank an alle Teammitglieder, die hier mitgearbeitet haben, die irres Herzblut reingesteckt haben in die ganze Arbeit. Auch das geht natürlich nicht nur mit eigenen Leuten, sondern hier brauchen wir ganz viele Zulieferer, Planer, Firmen, die hier ganz, ganz, ganz viel Beitrag dazu leisten, damit wir eine richtig schöne Anlage herstellen. Und die ersten Ergebnisse auf der Neubaustrecke haben es ja tatsächlich gezeigt. Es macht einfach Spaß, auf der Strecke zu fahren. Und das Ganze wollen wir hier in dem Bereich ebenfalls gewährleisten.